Hi. Hier kommt ein Review. Scheiße, eigentlich hätte ich es. Jetzt habe ich es versaut. Früher gab es mal so als Werbeankündigung so ein Ding, wo ein Kind sagt: Achtung, jetzt kommt ein Karton. Der Karton auf dein Mädel drauf, Kind weg. Gut, Achtung. Kommt ein Review. Und zwar von dem Messer, das ich schon seit einem guten Jahr habe. Das ist von Helle oder Hella. Wird zwar Helle geschrieben, aber Hella ausgesprochen. Das ist das Hella Eggen. Jetzt guckt man sich mal dieses Messer an. Wie bildschön das ist. Das ist ein Birkengriff. Die genauen Maße, also Länge, Tiefe, Breite, könnt ihr bitte aus dem Netz entnehmen. Das Messer kam schweinescharf daher, ab Werk. Ich habe eine Mikrofaser drauf getan, um die Schneide ein bisschen vor Rollen und Ausbrüchen zu schützen. Und ich habe es geölt. Das ist unbehandeltes Birkenholz. Ich hatte es geölt mit ganz normalem Rapsöl. Denn Rapsöl ist natürliches Öl, ist kein, wird auch nicht ranzig. Und wie gesagt, ich habe seit einem Jahr, mache ich das mit in nicht festgelegten Abständen. Oh wei, oh wei, oh wei. Das kommt davon, wenn man nachts um 3 Uhr aufsteht und um 5 Uhr nachmittags noch Reviews dreht. 14 Stunden arbeiten, das ist ein bisschen viel. Na gut, also, ich wachse das oder öle das ein, so wenn mir gerade danach ist. Und es riecht immer noch nach Holz, es riecht nicht nach ranzigem Öl. Und ich bin verdammt zufrieden mit diesem Messer. Guck sich das eine an, ich habe eigentlich, hier sieht man noch, ich habe mal den Mittelhandknochen gebrochen an 3 Stellen. Dieses Messer liegt verdammt gut in der Hand. Hier ist der Erl, der endet also am Ende vom Griff. Hier ist übrigens diese Lederscheide, ist jetzt nichts Besonderes. Mache ich mir nichts vor. Sie tut aber ihren Dienst. In der Scheide selber ist drin so eine kleine Plastikröhre, um die Scheide davor zu schützen, beim Rausziehen die Scheide zu zerschneiden. So, jetzt kommen mal ein paar Schneid-Tests. Jetzt komme ich zu einer Sache, die ich eigentlich bei einem Messer überhaupt nicht machen möchte. Das ist das Betoning. Ich finde, Betoning ist sowas von unnötig. Aber sei es drum, man kann so relativ dünnes Holz selten anständig ohne Gefahr für die Hand spalten. Für Feuerholz haben wir für die Bushbox, die Firebox oder sonstige Roboöfen. Daher betone ich. Auch wenn es mir
persönlich nicht gefällt. Also das ist kein dünnes Holz, falls das jemand meinen sollte. So, da ist ein bisschen Harz von dem Holz hier auf der Schneide drauf, wie man sehen kann. Übrigens, damit lässt sich ganz prima ein Feuerstein oder ein Feuerstrahl abziehen. So, wie man sehen kann, keine Ausbrüche, nichts dergleichen. Ja, ein super Messer. Ich danke fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen. Schönen Tag noch. Tschüss.